Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma, das Alternate mit Dreambird. Heute nochmal alleine, aber ich bin guter Dinge, dass wir das nächste Mal bei ihm dann wieder gemeinsam aufnehmen, denn ich habe mir ein bisschen mehr Freiraum für gemeinsame Projekte und so ermöglichen können. Ja, interessiert jetzt vielleicht die wenigsten, aber ich habe das so einen Plan gemacht und habe statt zwei freie Abende drei. Ja, das ist doch schon mal krass. So, aber heute nochmal alleine. Nichtsdestotrotz geht's spannend weiter, hoffe ich mal. Wir haben das letzte Mal ja einiges über unseren wahrscheinlich letzten Endboss erfahren. Über diesen Beruga. Und jetzt die Frage, wie geht's weiter? Wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Indus. Ist das jetzt ein neues oder ein altes Gebiet? Auf jeden Fall gibt's hier einen Shop, da möchte ich mal eben gucken. Denn wenn wir etwas haben, dann ist es Geld und Kristalle haben wir mittlerweile auch. Haben wir hier vielleicht dieses richtig gute Dingens Flammenmeer? Nee, das ist nicht das Teil. Nee, okay, da gibt es sonst nichts. Man merkt schon, das ist... Nein, ich will das nicht. Ist das so größer? Nein. Okay. Und hier wird wahrscheinlich auch nur alter Kram sein. Was ist das? Ach, ja. Heilung. Ja, haben wir alles und das ist alt. Okay, alles alt und nicht zu gebauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier hin muss. Aber das kommt mir neu vor. Okay, dann können wir wahrscheinlich hier weitermachen. Ich werde mal regulär speichern. So. Ja, ich habe es auch schon in den Kommentaren gelesen. Jetzt beginnt mit diesen Mondsteindingern eine sehr, sehr große Quest, die sich über jeden Kontinent hinweg streckt und so weiter. Keine Ahnung, einfach mal gucken. Das Äffchen redet nicht mit uns. Okay. Gut, dann eben nicht. Dann, okay. Müssen wir uns mal orientieren, wo wir sind. Wäre natürlich ganz praktisch, wenn wir einen Hafen finden würden oder eine Flugbahn, damit wir mobiler wären, wie zu Fuß. Und dann gucken wir mal, was wir anstellen können. Das ist jetzt eigentlich ziemlich offen, was wir machen könnten. Letztendlich müssen wir eh nochmal überall hin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jeden Kontinent alles tun, alles machen. Aber wir sind hier gerade in einem ziemlich, ja, menschenleeren Kontinent. Ich werde mal gucken, was da so ist. Ach ja, Safarium. Wieder dieses Äffchen. Waren die früher auch schon da, diese Affen? Twitcher Fiep. Fiep Trella? Aber wir verstehen die nicht mehr. Die haben wir früher verstanden. Okay. Twitcher Fieps, ja. Twitcher Fiep. Was haben wir jetzt gemacht? Oh Gott. Ah, okay. Ja, mal gucken. Vielleicht bringt er uns wohin, wo es mehr... Wo einfach mehr los ist. Keine Ahnung, ja. Das ist schon so lange her. Boah. Ist ein kleiner Nachteil, wenn man ein Neben-Alternate-Projekt führt, wo es nur alle zwei Wochen für jemanden weitergeht. Gut, für euch geht es ja wöchentlich weiter. Aber wir, zwecks Aufnehmen, haben da halt immer eine längere Pause. Oh, das sieht gut aus. Ich wäre gerne wieder bei der Landebahn. Wo bringst du mich denn nochmal hin? Ja, mach nur noch ein paar Kreise, damit ich schön verwirrt bin. Aber das sieht gut aus. Das sieht eigentlich gut aus. Ich glaube, da bin ich auf einem deutlich belebteren Kontinent. Ich muss doch jetzt einfach nur mich nach unten halten. Ich rede jetzt mit dem Piepmetzen nicht. Was mir auch gesagt wurde, beziehungsweise uns, dass es an vielen Orten weitergeht, die früher halt noch keinen Sinn machten. Da haben wir natürlich auch einiges gesehen. Das dürfte eigentlich die größte Hilfe sein. Also ich denke, irgendwas rein zufällig werde ich schon finden. Aber jetzt erstmal hier rauskommen. Ich will wieder zu meinem Flugzeug und so weiter und so fort. So. Und das sieht gut aus. Das ist doch die Brücke, die wir bauen ließen. Colorado. Und dann kommen wir doch nach Seeheim und so weiter und so fort. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, und somit haben wir wieder unsere Möglichkeit, überall hinzureisen. So. Aber wir müssen uns auch um die Städte-Weiterentwicklung kümmern. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns auch ein bisschen den Städten um, die wir zufällig abgriffeln. Ich werde jetzt nur das lesen, was mir neu vorkommt. Wobei neue Dinge haben... Moment. Trag es mit Fassung. Solche Dinge passieren eben. Von was redest du? Haben wir irgendwas Besonderes momentan dabei? Ne, wir haben immer noch Altbekanntes und unser Plech. Werden wir jemals das Plech los? Ich weiß es ja nicht. Hotel, da werden wir nichts machen können, denke ich.
So, Hallöchen, werte Dame. Dank der Schifffahrt ist Liberita ständig gewachsen. Wenn das so weitergeht, werden Menschen aus aller Welt kommen. Ja, das ist doch sehr schön. Muss ich gleich mal den Heinz fragen, wie es hier jetzt um dieses Käffchen steht. War das eigentlich... Moment, wir reden nochmal mit der... Hier lebt der Mann, der sehr viel von gutem Essen versteht. Seine Meinung bestimmt, ob Speisen Weltruf erlangen. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wo war denn hier der Heinz? Ah, ich glaube, ich weiß, wo er war. Der war doch... ging es hier rechts? Nein, das habe ich verwechselt. Nochmal rein. Wo ist der Heinz? Oder wir gehen mal weiter nach oben. War das die Stadt, die sich weiter ausgebaut hat? Ne, das war dann die andere, okay. Na gut, dann gehe ich halt auch ein bisschen in die Häuser rein. Guck mal. Hallo, Sam. Was geht? Hollerö, hört nur. Eine Maschine, mit der man über weite Strecken sprechen kann. Ja, das kennen wir doch schon. Ist... jetzt vollendet. Oh. Wenn du glaubst, ich lüge, sprich zu der Maschine im Hinterzimmer. Okay, machen wir mal. Er hat doch tatsächlich ein Telefon gebaut, oder was? Hallo? Hallo? Ich bin Sam. Kannst du mich verstehen? Hörst du meine Stimme laut und klar? Das ist doch toll. Der Prototyp des Telefons. Gut gemacht. Klar? Wenn jeder so eine Maschine hat, ist niemand mehr einsam. Mein Wunsch wurde doch noch wahr. Gut, das hast du toll gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Gespräch was prozentual gebracht hat, aber es war neu. Davor hat er nur dran gearbeitet. So, John, was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Hallo, dank deiner Hilfe verstehe ich schon mehr von Elektrizität. Ich denke gerade über das Abschlussexperiment nach. Kannst du mir noch einmal helfen? Ja, sehr gerne doch. Sicher, was soll ich als nächstes tun? Du musst den Knopf an der linken Seite gleichzeitig mit mir drücken. Ich werde dir ein Zeichen geben. Okay, ich gehe mal in Position. Ich nehme mal, du meinst das hier. Fertig. Eins, zwei, drei. Schade. Und drei. Oh, das sieht gut aus. Yeah, wir haben es. Schau hin, das ist elektrisches Licht. Es ist klein und schwach, aber es wird wachsen. Menschen werden ihre Häuser bei Nacht mit diesem Licht erhellen. Wie einst das Feuer den Menschen den Fortschritt brachte, wird das elektrische Licht die Entwicklung beschleunigen. Ich hoffe, dass uns dieses Licht den richtigen Weg weisen wird. Ach, ist es nicht schön. Hast du gut gemacht, John. Ich bin dir jetzt sehr dankbar. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich muss herausfinden, wie ich das Licht zu den Leuten bringe. Das wollte ich eigentlich nicht. So, sorry Leute, einen kurzen Cut gemacht. Ja, John hat das elektrische Licht erfunden und das ist also jetzt mal definitiv was Prozentuales. Sehr gut. Also es lohnt sich definitiv jetzt nochmal alles abzuklappern. Das macht ja auch eigentlich auch Spaß. Alle Kinder sind bezaubert und haben auf ihre Art... sind anständig. Okay. Ah, ja. Nachdem Will das Flugzeug baute, waren alle Leute freundlich zu uns. Erwachsene sind manchmal ziemlich komisch. Okay, ist Will vielleicht gerade hier? Natürlich nicht. Ich kam als Lehrer her, aber alle sind total beschäftigt. Das ist das Problem. Aber das ist ein Zeichen von guter Gesundheit. Schau, wie toll ich springen kann. Wenn ich groß bin, werde ich so berühmt wie Perry. Okay, hier gibt es wahrscheinlich nichts Neues. Ist Perry nicht bei dir? Er sagt aber, dir ist sehr lustig und er wollte dir folgen. Ja, das ist alt. Okay, ach komm, reden wir noch mit dir. Wir haben jede Menge Bücher. Ich werde alle lesen. Ja, okay. Hier gibt es nichts zu tun. So, könnten wir hier sonst noch was anstellen? Was ist mit dir, Lottotyp? Hey, probier dein Glück bei unserer Lotterie. Ach komm, machen wir mal. Wir haben so viel Geld gerade. Zieh ein Los von oben. Nummer 20, du gewinnst. Du hast aber zu viel. Ja, bewahr's für mich auf. Ist mir zu blöd, das alles zu schlucken und hinterher ist es eh nicht das, was ich brauche. Nee, das ist das Inn, da waren wir schon. Wo ist denn jetzt der Heinz, Mensch? Das ist der Laden. Ich gucke mal doch mal in die anderen Stockwerke. Ja, da könnt natürlich im Inn Waffen
War das schon immer so ein zweistöckiges Teil? Jetzt gucke ich lieber doch mal nach. Die vielleicht aufgerüstet haben. Nee, das ist alles alt. Okay. Rüstung, dann wirst du auch nichts haben. Hauen wir raus hier. Der Markt. Aber, das ist neu. Das ist definitiv neu. Das wüsste ich. Was ist denn das für ein Vogel? Sieht nach so einem Phönix aus. Mal gucken. So groß. So ein Mist. Niemand will diesen Vogel kaufen. Hey Kumpel, willst du diesen Vogel kaufen? Wird ein prima Hähnchen. Für 5000 Taler gehört er dir. Hey, wisst ihr was? Ich liebe Vögel. Ich werde zahlen, aber du musst ihn befreien. Cool. Mach damit, was du willst. Hauptsache, du bezahlst. Ich werde den Vogel später befreien. Ich habe doch schon bezahlt, oder? Oder war das ein Witz von dir? 5000 ist natürlich ein Stangengeld. Aber wir haben es bezahlt. Ich bin mir ganz sicher, wir hatten über 7000. Wir waren nämlich stinkereich. Und jetzt raus mit dem Vogel da. Ist meiner. Ich werde den Vogel später befreien. Ja, ich hoffe es mal. Also ich denke mal, das ist irgendeine Sidequest. Ist schon gut, dass wir das gemacht haben. Das war jetzt bestimmt nicht uns umsonst, ne? Das war, macht bestimmt noch seinen Sinn. Mal abwarten. Geil wäre es natürlich, wenn das so mein geflügeltes, was weiß ich, vielleicht kann ich darauf reiten. Also fliegen. Ihr wisst schon. Und bin dann nicht mehr auf Landebahnen, eingeengt. Das wäre natürlich sehr geil. Abwarten. Vielleicht steht er jetzt auch schon draußen. Wenn wir das Dorf verlassen. Aber das werden wir noch nicht machen. Wir werden uns erst noch ein bisschen hier umgucken. Das führt ja eh ins Gleiche, ne? Nee, das ist der Mark, ja, aber der interessiert mich nicht. Okay, gucken wir mal weiter. Wir haben immer noch nicht den Heinz gefunden. Vielleicht hier? Nö, aber mal wieder mit euch reden ist eine gute Idee. Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Das ist ein freies Land. Was ist dabei, mal einen zu trinken? Was? Hey, du scheinst wohl heute Ausgang zu haben. Okay. Bourbon ist nicht schlecht, aber ich bevorzuge etwas Erfrischendes. Okay, hier ist nichts Neues. So, haben wir mit dir schon geredet? Wahrscheinlich. Hallo? Ne, die redet nicht mit uns. Die ist irgendwie... Ah, doch. Wenn man schnell läuft, nennt man das eben Jogging. Ja, ach so. Die joggt gerade, oder wie? Sollte machen. Ach ja, die drei Mädels. Hallo. Sieh doch mal, die Kleider, die du uns gabst, die passen wie angegossen und sind total cool. Du hast ja so recht. Ha. Sind sie nicht süß? Könnten mal aufräumen, hier liegt alles voll mit halben Kleidern. Was machst denn du hier? Guten Tag, ich bin das Hausmädchen. Ach ja, stimmt ja. Ob ich das hasse? Eigentlich nicht. Heutzutage ist das eben so. Ja, warum auch nicht? Ja, mit drei Mädels lässt sich leben. Also, ich hätte auch nichts dagegen. Ja, weiter. Nee, da waren wir jetzt. Ach ja, hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Oder? Nee, bei Tom waren wir noch nicht. Dem Speisetype. Auch Jürgen aus Seeheim kocht dekade Speisen. Ein feuriges Würstegulasch. Im frischen Brotmandel. Exzellent. Ja. Wir waren live dabei, wie er es erfunden... Hä? Liegt da ein Kristall? Okay, also hier hat sich die Stadt jetzt nicht unbedingt von der Landfläche entwickelt, aber viele Häuser haben einen zweiten Stockwerk. Also wir haben das garantiert damals nicht übersehen. Da bin ich mir sicher, auch das mit dem Vogel nicht. So, ich gehe deswegen jetzt auch nochmal ins Inn und gucken mir mal den zweiten Stock an. Ich vermisse auch immer noch den Heinz her. Ah, da ist er. Haha, hallo Heinz. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung. Menschen werden sich hier niederlassen. Ja, das kennen wir. Das wird unsere Kultur sehr stark beeinflussen. Das gesamte Land wird durch die Entwicklung dieser Städte geprägt. Die Wachstumsrate beträgt 100%. Yay! Liberidia ist somit abgeschlossen, Freunde. Im Grunde brauche ich mich gar nicht weiter umzugucken, aber ich mache es jetzt natürlich noch. Weil die kenne ich doch auch noch nicht. Hallo. Mein Tanz versetzt jeden Menschen in Trance. In Liberidia hat jeder die Chance, seine Träume zu verwirklichen. Okay. Ihr flatter Tanz und mein Gitarrensound werden uns berühmt machen. Ja, Mensch, es freut mich. Der Stadt geht's ja richtig gut. So, da ist nix. Und da ist noch jemand. Hallo, wer bist du? Ich beschäftige mich mit Tieren. Pinguine leben in Grönland.
Sie leben fast genauso wie wir Menschen. Als ich dort war, sah ich, dass ein Pinguin einen Edelstein besitzt. Leider konnte ich nichts Genaues herausfinden. Okay. Klingt nach Sidequest. Versuchen wir uns mal zu merken. So. Ja, schön. Also, Liberitia abgeschlossen. Ich glaube, ich war jetzt auch überall drin. Deswegen würde ich sagen, werden wir das Nachbarstädtchen Seeheim jetzt mal besuchen. Wie es da mit der Wachstumsrate aussieht. Gut, gut. Ja, der Hafen interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ne, wir gehen gleich nach Seeheim. Bin ich jetzt total verwirrt? War hier nicht immer Seeheim? Okay. Der Wind. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Ah ja, da war man schon. Hä? Hier oben war doch immer Seeheim. Oder habe ich es jetzt nur nicht... Moment, ich gehe nochmal gucken. Das kann jetzt nicht sein. Ich habe Seeheim übersehen. Oder Seeheim... Ach, wurde Seeheim zerstört? Als Beruga angegriffen hat, da ging ja... Ich dachte aber, das wäre Neo Tokyo gewesen, was da drauf ging. Also ich bin mir ganz sicher, dass genau hier war Seeheim. Verdammt, dann ist die Stadt am Arsch. Oh, und Liberitia ist ja jetzt scheinbar auch gewachsen. Moment, wir gehen jetzt nochmal rein. Oh, oh, hallo Liberitia. Ja, okay, 100%. Und die Stadt ist natürlich gewachsen. Klar, Strom ist hier dazugekommen und was weiß ich nicht noch alles. Und das Telefon. Es sieht jetzt genauso modern aus wie das damalige Neu-Tokyo. Hieß es jetzt Neo oder Neu? Ich weiß es nicht. Egal, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal in dem fetten Liberitia um. Gefällt es dir, Liberita? Ich liebe diese Stadt und ihre Menschen. Und jetzt könnte es ja auch wirklich sein, dass die Shops sich aktualisiert haben. Das wäre natürlich geil. Mann, oh Mann. Ist ja die Lobby hier. Wow. Ja, schlafen möchte ich hier immer noch nicht. Hallo Heinz. Ja, ich weiß ja schon, es steht bei 100%. Aber finde ich geil, dass sich die Städte hier auch so geil weiterentwickeln. Okay, ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass es bei den Personen was Neues gibt, weil es ist ja schon bei 100%. Aber ich möchte mir die Stadt jetzt trotzdem einmal angucken. Ja, den kennen wir auch. Dich kenne ich aber noch nicht. Ah, man sieht hier überall Telefone. Aha. Ja, ich komme aus Neo Tokyo, genau. Dort lebte auch meine Familie. Ich hörte, dass in Neo Tokyo etwas Fürchterliches passiert ist. Ich überlebte, weil ich hierher gekommen bin. Na, es tut mir leid. Seeheim hat es ja leider auch nicht geschafft. Finde ich echt schade. War auch ein schönes Städtchen. Naja. Dafür geht es dieser Stadt verdammt gut. Und wir gucken uns weiter um. Okay. Yo, wer bist du denn? Leider ist die Stadt so groß, dass kein Platz zum Joggen ist. Ja, so eine Stadt hat auch ihre Nachteile, ist klar. Der erste Preis wird eine Waffe sein, die es nur hier gibt. Oh. Ich habe es jedoch schon versucht, ohne Erfolg. Hier gibt es also jetzt eine Waffe. Hey, probiert ein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20. Ja, gut, probieren wir jetzt nochmal. Erst wählen. Nummer 55, du gewinnst nichts. Pech. Ach komm, wir probieren nochmal. Von unten. Nummer 33, du gewinnst. Du hast zu viel. Ach. Noch einmal. Von oben. Nummer 6, du gewinnst. Du hast zu viel. Wenn es eine Waffe wäre, dann würde es ja nicht aufbewahren. Oder haben wir momentan keinen Platz für eine Waffe. Ich gehe mal schnell gucken. Aber wir müssten noch Platz haben. Ja, wir haben noch viel Platz für eine Waffe. Ja, blöd. Minispiel, Glücksspiel eben. Weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Unser Getränk wird aus gewürztem Pflanzensaft hergestellt. Nur 10. Ja, komm, trink mal wieder. Pflanzensaft muss ich probieren. Danke. Lecker. Mein Cousin arbeitet viel. So. Gucken wir uns weiter um. Hotel. Ja, klar, da waren wir schon. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ja, der Shop. Da bin ich mal gespannt, ob der sich auch weiterentwickelt hat. Das wäre natürlich wünschenswert. Wenn das wirklich der Shop ist. Mal gucken. Jo, das sieht gut aus. Willkommen! Gut, da haben wir alles. Okay. Was haben wir hier? Nach der Magier, der kann mir gestohlen bleiben. Wusstest du, dass... Ups, jetzt habe ich einmal weggedrückt. Waffen und Rüstungen, die dein Glück erhöhen, verhindern Treffer. Sie erhöhen auch deine Magie. Das lohnt sich.
Oh, das glaube ich dir sogar. So, hast du was Neues? Nee, schade. Oh, doch. Da geht was um 3 hoch, aber wir haben das Geld nicht mehr, weil wir diesen blöden Vogel gekauft haben. Und ich weiß noch nicht, ob... Genau, wo ist jetzt eigentlich der Vogel? Nun dann mal gucken. Okay, also rein theoretisch hätten wir hier für 4000 noch was, eine neue Waffe. Zwar nur um 3 besser, aber besser wie nix. Rüstungen. Wenn ich's kaufe, fliegt raus. Gucken, hast du auch was Neues? Ja, auch für 4000 noch was. Schade, jetzt haben wir natürlich das Geld verprasselt. Aber ich bin... Oh, der Markt, ja. Wo ist mein Vogel? Der Vogel soll frei sein. War es das, was du wolltest? Ja. Ich bin mir sicher, das bringt aber uns noch was richtig Gutes. Da, das habe ich so im Gefühl, doch, ja. Das glaube ich nicht, dass man da einfach nur, weil man so tierlieb ist, einen Vogel befreien kann. Der wird jetzt irgendwo rumhocken und mir dankbar sein, wenn ich ihn mal finde. Jo, gucken wir uns weiter um. Was haben wir hier? Ach ja, die Kneipe. Und jetzt sauft immer noch. Der Gedanke an Mutter treibt mir Tränen in die Augen. Obo, ist nicht schlecht. Ja, das kennen wir ja schon. Der Besitzer wollte sich zur Ruhe setzen. Das war meine Chance. Jetzt kann ich diesen Faulenzer besser im Auge behalten. Ach so, ich verstehe. Deswegen sagt er jetzt was anderes über seine Mutter. Cool. Was haben wir noch? Trage es mit Fassung, solche Dinge passieren eben. Ja, was immer du auch meinst. Vielleicht, weil wir Seeheim verloren haben? Keine Ahnung. Ach, da oben. Mal gucken. Hi. Das Weib schaut nur noch Fernsehen und macht keinen Finger mehr krumm. Was guckst du da? Was ist denn das? Sieht nach Hello Kitty aus. Hallo? Im Moment läuft nichts anderes als Nachrichten über Neo Tokyo. Alle sind einfach so verschwunden, stimmt's? Verrückt? Ja, euer Nachbarstädtchen? Seeheim? Interessiert euch das gar nicht? Ist auch weg. Hallo Tom. Auch Jürgen, okay, das kennen wir schon. Mensch, mach doch die Klotze aus, wenn du nicht guckst. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer diese technikfanaten Menschen hier. Jetzt haben sie endlich Strom. Aber es ging total verschwenderisch damit um. Hallo Mädels. Zieh nur die Kleider. Ja, okay. Nichts Neues. Ja, ihr seht spitze aus. Und wir gehen weiter. Ja, im Großen und Ganzen hat sich jetzt natürlich nichts mehr geändert. Nur eben der Aufbau ein bisschen. Wir haben viele ihr Glück gemacht auch. Ja, okay. Mein Traum ist eines Tages, ein eigenes Restaurant zu besitzen. Mhm. Ja, was soll man hier auch schon noch groß machen, wenn die... Entwicklung bei 100% steht. Ich habe diese Kneipe zwar schon sehr lange, aber jetzt reicht's. Ich bin es leid, unverschämte und vorlaute Idioten zu bedienen. Jo. Kann ich verstehen. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir... Na gut, da oben waren wir noch nicht. Ich kann ja nicht 100% sicher sein, dass da nichts Neues ist. Also gucken wir lieber nochmal. Na, du bist die Joggerin. Aufgrund seines Erfolges sind viele Künstler gekommen. Aber zum Erfolg gehören Fleiß und harte Arbeit. Okay. Wie du meinst. Sam, meine Güte, du hast anscheinend so eine Telefon-Hotline jetzt. Der Fortschritt kennt keine Grenzen, das macht mir Angst. Jedermann, der Telefone ordern, wird Telefone ordern, ich bin ein glücklicher Mensch. Das Telefon wird das Leben der Menschen grundlegend verändern. Die Nachfrage nach Telefon steigt von Stunde zu Stunde. Telefon und Elektrizität verbinden Menschen weltweit. Ja, schön. So, wer bist du? Hallo, Sam hat mir einiges über dich erzählt. Wie bitte? Hat er dir nichts darüber erzählt? Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft, doch das Telefon verbindet uns. Danke. Wir sind... Ja, schön, das freut mich für euch. Die erste Fernbeziehung auf dieser Welt. Na gut, ist ja eigentlich keine Fernbeziehung, wenn sie im zweiten Stock lebt. Naja. Ach ja, gehen wir weiter. Hier. Ja, schon geht's auch gut. Er erforscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Dinge. Wir helfen ihm bei seinen Studien. So, und du bist die Freundin? John ist im ersten Stock. Er muss wohl wegen seiner Experimente sehr müde sein.
Ja, Freunde, ich glaube, wir werden uns echt noch lange aufhalten, wenn wir jede Stadt so durchkämmen, aber es gehört halt dazu. Ich bin beunruhigt darüber, wie die Elektrizität das Leben verändert. Vielleicht stiehlt es die Güte der Menschen, wie der Kerze das Licht. Aber vielleicht irre ich mich auch, hoffe ich. Ja, das ist immer so eine zweischneidige Sache. Aber gut. Was soll's? Ja, noch mit dir reden. Hallo? Hallo? Alle Kinder sind bezaubernd und auf ihre Art sehr... ich soll da nicht so schnell wegklicken. Anständig. Okay. Kinderhaus. Ich habe mir eigentlich gedacht, hier könnte man noch so eine Schule bauen, oder? Damit ihr mal was zu tun habt. Fernsehen! Macht Spaß! Ja, ist mir klar. Ich liebe Fernsehen! Jo, wer nicht? Nachdem wir das Flugzeug baute, waren alle Leute freundlich zu uns. Ja, kennen wir schon. Und du? Kennen wir auch schon. Ja, hier wird nichts Neues abgehen. Schau, wie toll ich springen kann. Ja, kenne ich auch. Dich kenne ich auch schon. Es ist seltsam, aber je größer die Stadt, desto mehr einsame Kinder. Wir werden zwar immer reicher, aber leider nicht zufriedener. Ja, das ist immer so. Wird nie anders sein. Will gab uns eine Menge Bücher. Ich werde alle lesen und dann ein Flugzeug bauen. Mach das. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir die Stadt durchgekämmt. Wenn ihr Erfahrung habt mit dem Lottospiel, ob die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen für die Waffe relativ groß ist, eigentlich nicht nur Pech hatte, könnt ihr mir das schreiben. Aber weiß nicht, wenn ich das jetzt 20 Mal machen müsste und da kommt keine Waffe dabei raus, dann wäre mir das ein bisschen zu blöd. Dann doch lieber auf eine neue sparen. So, jetzt haben wir aber definitiv das Städtchen... Oh, Seeheim. Ah, die Überreste davon. Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Ach je, wegen dem Imbiss? Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Ach du Scheiße. Nur wegen dem Imbiss? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Gott, Leute. Da haben wir jetzt aber viel zu tun. Meine Ernte. Oh. Also wenn wir die Stadt wieder aufbauen wollen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bleibe. Was ist das? Unglaublich. Hallo. Dir geht's gut. Okay, nee, ich glaube, da ist nichts mehr mit aufbauen. Das wirkt so... Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobierte. Feuergulasch. Ja, wenn ihr die Stadt nochmal aufbaut, dann macht man auch sowas wie eine Feuerwehr am besten. Wegen des Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Seeheim wird bald zur Geisterstadt, wenn nichts unternommen wird. Hm, klingt aber doch so, als könnte man hier noch was drehen, aber... Hier ist jetzt auch kein Heinz oder niemand... Hm. Du reist umher, richtig? Du ziehst durch Städte. Tust du mir einen Gefallen? Na klar. Klar, worum geht's? Großartig! Wie du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Es ist keine Stadt mehr, es ist... leider sind wir nicht sehr wohlhabend, deshalb meine Bitte. Hier sind 9 Briefe. Gib sie bitte weiter. In den Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Oh, okay. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut der Leute. Wir bekommen 9 Seeheimbriefe. Okay. Jetzt die Frage, wem genau geben? Ich würde ja sagen, immer so den Bürgermeistern oder so, was es da halt gibt. Jetzt speziell in Liberetia habe ich da aber niemanden, also keine Führungsperson kennengelernt. Vielleicht ist es aber auch so, dass man die wirklich immer dann mit X anquatschen muss und hoffen muss, dass man jemand Wohlhabendes findet. Deswegen werde ich das jetzt mal ausrüsten. Ausgerüstet, so. Und die Leute dann mit X ansprechen, das wäre jetzt so meine Idee. 9 Stück, das ist eine Menge. Ich würde einfach mal vermuten, dass wir in jeder Stadt eine Person finden müssen. Puh, aber wo fängt man da an, mal ehrlich? Natürlich bei Leuten, die einen wichtigen Eindruck machen. Puh, das könnte aber jeder, also das kann ich quasi jeden nochmal anquatschen, das ist natürlich blöd. In Zukunft
können wir das natürlich anders haben. Dann haben wir das schon ausgerüstet und immer, wenn wir eine Stadt durchgehen, können wir die auch gleich ein zweites Mal mit X ansprechen, ob was passiert. Hier jetzt muss ich jedoch in den sauren Apfel beißen. Schade, der Heinz managt das natürlich auch nicht. Und muss mal gucken, ob da irgendwas geht bei Leuten, die vielleicht nicht so wichtig bisher rüberkamen. Oder ich soll sie nicht mit X ansprechen, ich muss sie jetzt normal ansprechen. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre natürlich auch jetzt nervig, oder? ich beschäftige mich mit... Ja, du wirst auch nicht helfen können. Nee, es müssten irgendwelche wichtige Führungspersonen sein oder Leute, die gemeint haben, sie wären reich. Wer hat denn gemeint, dass sie reich sind? Ach ja, die... Nee. Die eine hat das nur ziemlich... Ah, das ist jetzt natürlich doof. Aber wisst ihr was, Leute? Der Part ist voll. Ich werde an Teambird übergeben. Ihr könnt ja... natürlich jetzt nicht direkt sagen, wer den Brief haben möchte. Das wäre zu einfach für uns. Aber, weiß nicht. Naja, wir werden es schon rausfinden. Zur Not quassen wir halt hier nochmal mit jedem. Wie ihr merkt, wir haben viel zu tun. Das waren ja nur diese zwei Städtchen. Und das sind noch einige und was weiß ich nicht noch alles. Es wird spannend bei Let's Play Terranigma nächste Woche wieder bei Teambird. Bis dann, ciao, ciao.